So, und herzlich willkommen hier zurück bei mir auf dem Kanal. Und wir spielen, ja, seht schon, Red Dead Redemption. Wir sind in der nächsten Folge Red Dead Redemption. Und heute steht auf dem Plan, werden wir uns wahrscheinlich den guten alten Bill Williamson vorknöpfen in Fort Mercer. Wir haben alle Nebenquesten gemacht, alle Hauptquesten gemacht, die dazu erforderlich sind. Wir haben den ganzen komischen Knilchen geholfen von Dings. Und jetzt müssen wir zum Marshall Johnson. Und ich denke mal, Marshall Johnson wird uns dann nach Fort Mercer führen, wo wir dann uns beweisen müssen. Ich habe natürlich jetzt schon ein paar Tage nicht gespielt, das heißt, ich habe die Steuerung komplett vergessen. In der Tat. Nach Behälter öffnen, warte, wir werden nochmal Munition mitnehmen. Wir haben eine abgesägte Schrotflinte, ich erinnere mich. Wir haben da zuletzt ein Pferderennen gemacht. Nee, wir haben das Liebespferd geholt für den einen Günther. Das war gut. Are you ready? I'm ready. I'm John Mars. Das scheint ein Marshall zu sein. Der hat nämlich die Leuchte. Leuchte-Dings am. Okay, ja, wir können nochmal Blackjack spielen, aber nicht jetzt. Wir bleiben mal jetzt ein bisschen an der Quest dran. Ich habe einen Frosch im Hals. Wie kommt der da hin? So. Sollte besser gehen. Ich muss mir da mal einen Kaffee holen, aber dauert noch ein bisschen. Wir nehmen das sehr früh auf jetzt hier. Also das heißt sehr früh, aber nicht. Sehr früh nicht, aber früh natürlich. So, ist markiert. Ich würde sagen, wir reiten hin, dann sehen wir noch was von der Welt. Quest sehe ich jetzt hier nicht weiter. Da ist noch ein Kopfgeld. Wir können ja dann nochmal eine Runde einschieben, Kopfgeld EDC. Aber ich möchte erstmal sehen, wie die Hauptquest weitergeht. Ah, endlich wieder Red Dead Redemption. Wir hatten hier ein bisschen eine Baustelle vor der Tür und da konnte ich nicht das Fenster aufmachen und also vormittags war es schwierig. Hier, wir hatten ein Gerüst direkt vom Fenster und da haben die hier gemalert. Acht Tage lang und da war es schwierig hier rumzubrüllen und zu let's playen. Und bei dem Wetter jetzt hier muss das Fenster einfach aufhaben. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das Let's Play zu pausieren. Wir sind, glaube ich, jetzt bei Folge 18 oder sowas. Oh. Was ist da passiert? Okay. Wo bist du, mein treues Streitross? Wie haben wir es genannt? Wie haben wir das Pferd genannt? Günther? Nee. Alter, Schindmähre. Da bist du. Ja. Der Häftling ist entflohen. Wir haben es nicht geschafft, leider. Scheiße. Okay, das war auch nicht unsere Aufgabe jetzt. Von daher, ich würde mal gucken, was das ist. Da laufen mal so Events auf der Karte. Keine Ahnung, wozu die gut sind und so weiter und so fort. Es könnte sein, dass der Main Sound ein bisschen laut für euch ist. Wie ich das einstellen kann. Ganz kurz nochmal in die Optionas. Nehmen die mal ein bisschen runter, die Soundeffekte. Wenn es ein bisschen laut ist, die Musik hatte ich eh schon ein bisschen runtergedreht. Gehabt. Speichere. Noch ziemlich hoch, aber es wird gehen, denke ich mal. Alles klar, mein Twitch-Chat sagt, nee, es passt so. Sehr gut. Red Dead Redemption. Junge, was habe ich die Karte abgeritten hier, ohne Witz. Ach, waren das noch Zeiten. Ich glaube, 2009 ist das Spiel. Und 2010 kam die Game of the Year Edition, die wir spielen. Das heißt mit allen DLCs. Aber wir werden wahrscheinlich die DLCs nicht durchziehen. Es geht wirklich nur um die Hauptstory. Das ist so ein persönliches Achievement quasi für mich. Weil ich die Story nie gespielt habe. Und jetzt finde ich die echt begeisternd. Aber was ist man von Rockstar? Ist man eigentlich nichts anderes gewöhnt als wirklich gute Story-Games. So, da ist Fort Mercer, da haben wir angefangen und hier wird's enden. Ja, Mann.
Bin gespannt, ob wir Bonnie irgendwann noch mal wieder treffen. Bonnie M. Okay. Und vorbeireiten an Fort Mercer. Das Navi war nicht so gut in der Zeit damals, deswegen. Das ist von TomTom. So. Ach, da ist denn der Quest-Symbol. So. Ruhig, Brauner. Ich vergesse, wie wir das Pferd genannt haben. Überfall auf Fort Mercer. John? Marshal? Gentlemen! It's time. We must go. Why? What's happening? Seth has managed to get himself inside. But we can't leave it too long, or they will soon realize how very curious he is and remove him from the premises. Or slit his throat and watch him bleed to death. But for a minute, he will delight and amuse them. That's when he'll get us inside. Okay. Marshals of the law, when the shooting starts, take that as your cue to start awarding each other medals. Huh? I mean, take that as a cue to get inside and clean up the mess. Oh. All I care about is Williamson. It is vital we stop him. Agreed. That man is a stone-cold killer. Williamson's a proud fool. The question is which will win out between his pride and his instinct for survival. Ensconce yourself in the back of my wagon, John, so that we can make our grand entrance. Come on, let's go. All right, good. Now just stay put till I tell you otherwise. That scoundrel Seth had better not let us down. Once we're inside and I lulled our adversaries into a false sense of security with some beguiling sales patter, I will give you the signal. What signal? The moment you hear a sharp rap on the side of the wagon, rise like the phoenix and start shooting like you've never shot before. This is it, my dear boy. The moment of truth. Me and you, John. One last time into the breach. This is going to have to be the performance of my life. I hope my nerves don't get the better of me. I'll be honest with you, John. I'm a little jittery. John? John? It reeks of miracles back here. Thank God. Now I'll be ready with that machine gun, my dear boy. I'll be a sitting duck in there. Okay, letztlich hat dann der Doktor nicht zu viel versprochen. Dr. Dickens. Hey there! Come on in! Welcome to my humble abode! Come on! Yeah! Greetings, my good men! What would you say if I said immortality was at hand? What would you say if I told you I could teach you to fly? What would you say if I told you I could turn a man into a beautiful woman? Impossible, yes, once, but no more. Gentlemen, I bring you wisdom from the East. I have here in this wagon some of the finest goods, the best medicines, and the newest inventions available for you and your families. Exotic trinkets from the far reaches of the earth. Elixirs that give vigor and strength. And for you men of physical skill and athletic physique, this miraculous elixir can keep the muscles supple and relax the cords. It loosens the joints and gives a feeling of vigor and freshness to the whole system. Why, some men have reported to me that after drinking it for 1 month, they can chew through steel. What the hell?
Oha. Darf ich schießen? Oh shit. Sorry, ich hab das. Da ist einfach mit dem Controller. Einer ist noch, wo ist er? Ach da. Ja Mann, endlich! Endlich ist es soweit! Nice! War nicht so einfach mit Kontrolle. Ich will meine Maus haben! Ja. Red Dave to Redemption, so ist es. Fucking dang pig, them cocksucking some bitches escaped the other side of the fort. Alright, let's go. Let's find those bastards. Yeah, let's find those bastards. We are killing our bastards. So, die sind über uns. Wir kämpfen. Wo kommt dieser Balken her? Hat der Dr. Dickens doch wirklich nicht zu viel versprochen? Godspeed, gentlemen! Are you supposed to be Elmos? So, die sind wieder unten jetzt. Das Vor musste man im Online-Modus öfters klären. Yes, baby. Das war mit Absicht übrigens. Schöne ist, man hat... Deputy ist tot. Nein! Wie konnte das passieren jetzt? Wie schnell muss denn das sein? Doppelläufige Schrotflinte, abgesickte Schrotflinte. In dem Repetierer, Winchester. Ja, komm. Er ist gut. Alter, was ist mit dem? Ja, auf die scheiß Deputies aufpassen, oder was? Alles klar. Okay. Nigel W. Dickens. Ich renn mal vor. Okay. Am besten ich gehe den hinterher. Geh in Deckung, Jungs. Schützen. Oh nein! Oh, der Captain ist da runter schon. Der geht da nicht rein. Regroup. Okay, das hat geklappt. Musst du quasi nur in der Nähe bleiben von Marshall Johnson? That's the last of them. We still can't find Williamson anywhere. Hey, it's the snake oil guy! General Adam, let me in, for goodness sake! That fool must be hiding. Man, it is time to start tearing this place apart and find out where he's cowering! You got a sense of urgency here, please? Open the gate! It's the snake oil guy! Get the goddamn gate open and lock it behind him! Oh, we've got company, gentlemen. These scoundrels have got reinforcements riding this way. Oh, my good lord above. There must be 100 of them.
Oh yeah. Das ganz einfach müssen wir konzentrieren. Ja man, der arme Pferd, es tut mir leid. Es gibt Salami heute Abend bei Marathon. Vielleicht können wir Bonnie was mitbringen. Die freut sich bestimmt. Nur ein Stück Salami. Ja, eigentlich ist ja Pferdezüchterin gewesen. Wir haben Auto und Dings. Das ist gemein. Aha. Da war's. Ich hab's versucht. Bill ain't here. Yeah. We looked everywhere. Hold on! Oh, darn, I missed it. Mr. Marston, we got a live one. He says, Bill's already run off to Mexico yesterday morning. You'll never get him. Javier Escuela. He's gone to see Javier Escuela. That should make things interesting. Where in Mexico? How should I know? Oh! Where in Mexico, you little shit? Someplace near Chuparosa, I think he said. That's bandit country. Chupa feckin' Rosa. Well, I'll take you there, John. I'm real popular down there. You just meet me at the ferry. I've got lots of friends down south. I'll see you at the ferry, Irish. I'll just get me things. I'm sorry about this, John. I guess you'll be heading to Mexico. So it would seem. How is it down there? Wonderful. A sweet, peace-loving people with the love of social justice. May you always find coin in your pocket. It's been a pleasure spending time with you, boy. You too, Mr. West Dickens. Marshall? All right, boys. That's enough. So, da gab es ein bisschen Geld dafür. Welcher Tastenruf ich nochmal ins Pferd? Der nicht. Könnte ich ja gucken, ob die alle noch was dabei haben. Die haben, da liegen einen Haufen Tote rum. Forgive me, friend. Wir brauchen ja die Kohle. Kurz, wir können mal auf die Karte gucken. Vielleicht können wir uns noch von Bonnie verabschieden. Wir müssen nach Mexiko jetzt. Der ist geflohen, der Bill Williamson. Leider. So. Check ich mal die Map. Irish. Da müssen wir hin, da ist wahrscheinlich der Hafen. Ob der wirklich da ist, Irish. Ich habe schon ein paar Mal enttäuscht eigentlich. Weiß ich nicht. Oh, wie rufe ich das Pferd? Ach so. Pferd, komm her. Jetzt wieder ein schwarzes. Ich verstehe es nicht. Was haut der nicht hin mit den Pferden? So, dann markiere ich mal Irish. Wir können ja hinreiten einfach. Vielleicht sehen wir noch eine Sidequest. Wir haben sicherlich noch irgendwas übersehen. Ich hoffe, wir können dann ins Gebiet zurück. Wirklich noch ein paar Nebenquests machen wollen. Easy. Rio Bravo. Hat besser geklappt, als ich gedacht habe. Einmal haben wir versagt bei dem Fort Mercer. Im Online-Modus musste man auch den Fort Mercer öfters einnehmen. Das hat hast du XP generiert, quasi Munition, Geld und so weiter.
Das Pferd will nicht runter, ich muss Serpentin reiten, verdammt. Hat sich die ganze Plackerei doch gelohnt am Ende, hat dann Irish und so, die haben alle ihren Dienst getan, wie sie es versprochen hatten. Selbst der Verrückte, wie ist der? Hab den Namen vergessen. Der Verrückte, der Leichentyp. Dann dachte ich so, die beiden, Irish und der Leichentyp, die werden so schön hängen lassen. Aber die haben auch ihren Dienst getan. Bin beeindruckt. So, geh weg, Hirsch. Sehr gut. Ich hab das irgendwo gelesen gehabt, dass der flieht nach Mexiko. Gibt's ja doch ein neues Gebiet quasi, Mexiko. Er schießt. Keine Ahnung, wie lange das bis zum Ende dauert. Ich glaube, das Ende ist Armadillo dann, in der Tat. Also in der Stadt, in Blacksmith, Blackwater. Heißt die Stadt Blackwater, genau. Da ist das Ende von dem Spiel, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Ich hoffe, dass John zu seiner Familie zurückkommt. Die haben ja quasi seine Frau in Gewahrsam genommen. Und sein Kind. Damit er denen hilft, seine alte Bande zu zerschlagen. Ruhig, Brauner. Wir könnten natürlich noch tausend Sachen machen im Endeffekt, die wir jetzt quasi nicht machen. Jetzt hier jagen und so weiter und so fort. Die aber die Zeit nicht hergeben. Wir bleiben erstmal in der Hauptquest dran. Und wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, oder wenn ich das Gefühl habe, dass wir noch nicht genug gespielt haben, dann können wir immer noch mal so ein bisschen Nebenzeug machen. Schade, dass wir uns von Bonnie nicht verabschieden konnten. Die hat uns am Anfang gerettet. Also wir haben ja versucht, am Anfang mit Bill Williams zu reden. Und der war natürlich sehr unaufgeschlossen unserer Rede gegenüber. Und hat uns dann angeschossen und Bonnie hat uns gerettet. Und hat uns Essen gegeben und Arbeit. Und deswegen sind wir der sehr verbunden. Ist auch ein kleines bisschen verliebt in John, glaube ich. Ach, Prem, ich weiß.